Ja, so schnell kann es gehen und man sitzt im Rollstuhl. Für viele ist es die einzige Möglichkeit, sich fortzubewegen, entweder wegen einem Unfall oder seit der Geburt. Hans, wie war das bei dir? Ja, ich habe vor 33 Jahren einen Motorradunfall gehabt, habe eine Lähmung davongetragen praktisch, ja, und mein Leben hat sich ziemlich verändert seitdem. Schlagartig verändert, von einer Sekunde auf die andere. Was ist aus körperlicher Sicht jetzt wichtig für dich? Ja, für mich ist wichtig, dass ich mich darauf konzentriere, die Ressourcen, die da sind praktisch, dass ich die nutze und ausbaue. Und da ist eben das Basketballspiel mit den Rolling Bones das beste Mittel der Wahl. Sieht man schon im Hintergrund, wie es genau funktioniert und was so das Schöne an dem ganzen Verein ist, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Gehen wir so. Wir sind heute in Grieskirchen bei den Rolling Bones. Im Hintergrund spielt schon die Mannschaft Rollstuhlbasketball. Warum ist gerade so ein Verein wie die Rolling Bones wichtig für dich? Ich bin einer von den Spielern von der ersten Stunde praktisch, ja. Und die Begeisterung hat nicht abgenommen. Es ist ja nicht nur der Sport, sondern auch das Gemeinschaftsgefüge praktisch und alle Sachen, die man da lernen kann praktisch im Team, das ist eine unglaubliche Bereicherung. Gerade beim Rollstuhlbasketball braucht es Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Konzentration. Aber nicht nur Menschen mit Behinderung können diesen Sport ausüben. Bei den Rolling Bones wird Inklusion gelebt. Es sind Menschen, Sportler mit Behinderung und ohne Behinderung, immer herzlich willkommen. Wir haben immer wieder Gastspieler bei uns praktisch. Ja. Jeder muss dann natürlich in den Rollstuhl. Fußgänger Basketball geht nicht bei uns nicht. Also wandern muss Gleichberechtigung herrschen, jeder muss in den Rollstuhl. Gespielt wird dann zu denselben Bedingungen. Das heißt, dass wir eigentlich überhaupt keinen Vorteil haben, wir haben eher den Nachteil, dass wir zuerst das Handling mit dem Fahrzeug kennenlernen müssen und diese Geschicklichkeit unserem Laufen natürlich abgeht, auch die Muskelkraft in die Arme. Aber dadurch macht es den Sport sehr interessant, wenn man einfach einmal auf Augenhöhe mit Rollstuhlfahrern sich bewegt und miteinander Sport machen kann, wo wirklich keiner einen Vorteil hat. Es gibt ja auch Beispiele da in der Mannschaft, wo der Vater mit der Tochter trainiert. Genau, wir haben Vater und Tochter dabei, wir haben aber einen Bruder und Schwester dabei und das finde ich dann immer viel klasse, wenn Familienmitglieder gemeinsam etwas machen können. Auch abseits des Spielfelds wird bei den Rolling Bones Teamgeist und Zusammenhalt großgeschrieben, etwa durch gemeinsame Schwimmbadbesuche, beim monatlichen Stammtisch oder auch Geburtstagsfeiern. Gegründet wurde der Verein übrigens im Jahr 2007 von Gerald Hohensinn aus Kallham. Ja, ich habe 96 einen Unfall gehabt, dann im Rehezentrum Bad Hering, ist am Donnerstag aber der Paller Walter gekommen und hat da mit uns neuen Basketball gespielt. Das hat mir gleich so gefallen und taugt. Jetzt habe ich gesagt, ja, das brauchen wir in Grieskirchen, also in Grieskirchener Nähe, auf Basketballverein. Und durch den Schmied Dittmer, Sense of Polish Fitnessstudio in Grieskirchen, haben wir gesagt, ja, probieren wir es. Dann haben wir das in der Zeitung da. Und innerhalb kürzester Zeit haben wir 7-8 Spieler gehabt und so haben wir schnell eine große Mannschaft gewonnen. Ja. Rolling Bones lebt eigentlich das Thema Gemeinschaft auch generationsübergreifend. Wie schaut das da aus? Genau, wir haben sehr viele junge Spieler jetzt, die haben noch Schüler, 15 Jahre, und haben uns gefunden und haben sehr begeistert und haben wahnsinnig schnell. Ja. Gerade für junge Menschen mit Behinderung sind Erfolge, wie etwa im Sport, ein großer Ansporn und fördern so das eigene Selbstbewusstsein. Wie wichtig ist für dich jetzt, dass man selbst einen Sport macht, wo man mal Anerkennung kriegt, wo die eigenen Geschwister zuschauen, die eigene Familie zuschaut, wo man auch erfolgreich sein kann. Und es ist natürlich als Rollstuhlfahrer schwer, weil man immer irgendwo Hilfe braucht. Man versucht immer selber auch selbstständig zu sein, wie jeder Gesunde auch. Und es ist ja oft, dass man, wenn man zurückgefahren in der Inklusion ist oder sonst wo, von Kindern, die gesunden, sage ich jetzt mal einfach, wo eigentlich die Schwierigkeiten liegen. Und somit kann man halt auch mal beweisen, wenn man jetzt bei so einem Sport dabei ist, Meisterschaft dabei sein kann, wenn man sagen kann, was man überhaupt kann, dass man auch selber auf jeden, mit jedem mithalten kann. Auch für den 15-jährigen Matthias aus Polheim ist der Verein ein wichtiger Teil seines Lebens geworden. Matthias, was taugt dir eigentlich da an dem Rollstuhl-Basketball-Spielen? Was ist da das Besondere für dich? Mir taugt das gemeinsame Spielen da, dass man in verschiedene, also ich sage mal in zwei Gruppen aufgeteilt wird. Das ist auch sehr cool. Ich fühle mich gut in der Mannschaft. Beim Rollstuhlbasketball geht es nämlich nicht nur um Sport. Die Gemeinschaft und das Team sind für die Mitglieder eine unglaubliche Bereicherung. Jetzt habe ich da neben mir die Ulla.
aus Pocking, die Mama von Moritz. Jetzt die Frage, warum tat sich das auch, dass ihr da jetzt alle zwei Wochen nach Christkirchen fahrt von Pocking? Wie taugt einem das da? Ja, der Moritz, der hat einen Verein gesucht, wo er gefordert wird. Er mag sich gern bewegen und wir haben leider in der Nähe nicht so einen aktiven Verein, so einen Gurden. Wir müssen mal bis Straubing fahren und das sind 100 Kilometer. Was hilft einem das in seinem täglichen Leben? Selbstständigkeit. Ja? Hat sich da was verändert? Ja, und selbstbewusst ist er auch geworden. Rollstuhlbasketball, wie wir es von HT1 bei den Rolling Bones erlebt haben, ist ein Paradebeispiel für gelebte Inklusion. Es gibt ja sehr viele Jugendliche in der Mannschaft dabei. Die sind einmal Kinder gewesen, jetzt sind es Jugendliche. Jetzt ist es natürlich mit einem Rollstuhl ein bisschen schwierig, weil man immer auf Hilfe angewiesen ist, vielleicht auch gerade auf die Hilfe von den Eltern. Wo hilft da der Verein eigentlich dabei? Der Gerald und ich war das erste Mal heuer auf der Sportwoche mit zwei von unseren Jugendlichen, weil eben gerade so 15-Jährige sonst schwer die Möglichkeit haben. Es geht keine Schullandwochen, es geht kein Jungscherlager, kein Ministrantenlager, weil sie halt im Alltag oft Hilfestellungen brauchen. Und diese Kombination jetzt bei uns funktioniert sehr gut, weil sie sich dann Tricks von den Rollstuhlfahrern abschauen können, wie sie selbstständig sein können, aber auch zur Not, wenn was nicht funktioniert, bin ich in greifbarer Nähe und kann eingreifen oder helfen, wenn sie was brauchen. Aber das heißt, die Jugendlichen lernen auch mal weg von den Eltern, weg von den vertrauten Umfeld, ein bisschen loskommen. Das ist ein wichtiger Prozess beim Erwachsenwerden für jeden Jugendlichen. Natürlich, ein gesunder Jugendlicher hat es leichter. Der fährt einmal mit auf Schülerwochen oder auf einen Ausflug vom Verein. Für rollstuhlfahrende Jugendliche ist es halt schwierig, irgendwo teilzunehmen, weil sie halt im Alltag Hilfestellungen brauchen, wo halt gesunde Jugendliche sich leichter dann. Und diese Möglichkeit möchten wir im Verein einfach forcieren und schaffen. Und in der Raiffeisen Arena in Christkirchen wird jetzt auch demnächst wieder fleißig trainiert. Und zwar für das Meisterschaftsspiel gegen Wien am 7. Dezember. Toi, toi, toi! Rolling Bones!